Hallo, ich treffe mich gerade mit Jasper Kamin. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, obwohl Sie gerade ein Spiel hinter sich haben und das auch nicht ganz so glücklich ausgegangen ist. Trotzdem danke für das Interview und beschreiben Sie das Spiel. Ja, danke, dass ich hier sein darf. War jetzt ein Doppel heute, Viertelfinale. Hatten gestern schon eine gute erste Runde gespielt eigentlich. Ist jetzt das erste Mal, dass ich mit meinem Partner gespielt habe. War heute ein enges Spiel, wir hatten viele Chancen. Am Ende war es vielleicht vom Ergebnis, ja, war jetzt 6-4, 6-4, war vielleicht dann ein bisschen deutlicher, als es hätte sein müssen. Aber am Ende sind es im Doppeln immer ein paar Punkte, die entscheiden. Und die haben wir heute leider nicht gemacht. Und dann verliert man leider so ein Spiel. Aber am Ende ist es eine Erfahrung, die man auf jeden Fall auch mitnehmen kann. Ich habe gerade gehört, Doppelpartner zum ersten Mal gespielt. Das war wer? Daniel de Jong, genau, aus Holland. Ja. Der hatte früher für meinen jetzigen Club gespielt hier in Deutschland und hat auch an der Akademie trainiert, wo ich jetzt trainiere. Und daher kam so ein bisschen die Verbindung zu ihm, durch meine Trainer auch. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit ihm. Soll es weitere Auflagen geben von diesem Doppel? Ja, schauen wir mal. Also er war jetzt gerade in Amerika, hat da College Tennis gespielt, ist jetzt, glaube ich, fertig damit. Und ich will jetzt bald nach Amerika. Ich bin jetzt hier bald fertig mit der Schule. Deswegen weiß man natürlich immer nicht, wie oft das muss natürlich auch zeitlich passen. Und dass man irgendwie die gleichen Turniere spielt. Aber wenn das der Fall ist, auf jeden Fall, ja. Und wenn dann diese große Hürde ansteht, Amerika, spielt man dann nur noch dort Turniere oder kommt man nach Deutschland zurück und spielt hier auch? Nee, man ist dann im Sommer, über den Sommer in Deutschland. Man ist meistens von Januar bis Mai, glaube ich, drüben und dann aber den ganzen Sommer hier und da hat man auf jeden Fall genug Zeit, Turniere zu spielen. Es klingt nach einer ganz spannenden Zukunft, also mit sehr, sehr viel Plänen. Das nächste Turnier, wann steht das an? Ja, ich habe jetzt gerade noch Ferien, das hilft immer, das macht alles immer ein bisschen entspannter. Die nächste Woche sind jetzt erstmal zwei deutsche Preisgeldturniere geplant in näherer Umgebung und dann ist noch ein Turnier von der gleichen Kategorie, glaube ich, in Westfalen. Ja. Das wollte ich noch spielen und dann sind leider auch die Ferien schon wieder vorbei. Da habe ich noch ein letztes Jahr Schule, wo ich nochmal leider ein bisschen Gas geben muss. Deswegen werde ich da dann nicht mehr so viele Turniere spielen. Ja. Aber das sind erstmal so die nächsten Turniere, die anstehen. Aber das ist für mich auch so eine ganz wichtige Geschichte, dass man merkt, spielen ja und sehr intensiv, aber die Schule gehört auch dazu, gerade für unsere jungen, ganz jungen Talente, eine ganz wichtige Aufgabe zu sagen, ja, Schule muss auch ein bisschen sein, um die Pläne, die man hat, verwirklichen zu können. Es ist leider die Priorität, auch wenn man es manchmal anders lieber hätte vielleicht, aber am Ende ist Tennis auch nicht alles und man spielt es auch, wenn es gut läuft, vielleicht bis 38 oder so und dann hat man auch noch, wenn man nicht einer der Top-Jungs ist, immer noch Geld zu verdienen und deswegen ist das auf jeden Fall erstmal wichtiger als Tennis. Ich habe jetzt die ganze Zeit Sie gesagt, ich wünsche Ihnen, ich wünsche dir einen ganz tollen Ferienausklang noch, tolle Turniere, Erfolge auch und Dankeschön. Ein Schuljahr, das einigermaßen gelingt und auch nicht ganz so anstrengend Hoffen ist. Hoffen wir mal. Okay? Ja. Danke fürs Interview.